Hallo meine lieben Katzenfreunde, herzlich willkommen zurück zu Scott Whiskers. So, ja, beim Ricky stehe ich noch vor der Tür, ja, wie man sieht. Oder den Glöckner oder Glockner oder wie der komische, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ich wollte es googeln. Müsste mal schauen, Glöckner, Glockner, irgendwie so eindeutig das Gesicht. Ja, wir machen mal einfach weiter, lassen uns überraschen. Wie gesagt, wir haben wahrscheinlich jetzt wieder die nächste halbe Stunde hauptsächlich Dialog bei uns. Ja, wir müssen zum Polizeirevier. Ich habe immer die Hoffnung, dass die jetzt dann, dass es irgendwann einmal wirklich so umswitcht und, sag ich mal, halbwegs normale, kurz und knackige Dialoge kommen. Aber ja, die Hoffnung habe ich irgendwie schon teilweise aufgegeben. Ich muss aber auch wirklich gestehen, gell, die Charaktere, die hier so auftreten, sie sind halt auch so stinkfurzlangweilig. Und unser Hauptcharakter ist es genauso, so leid es mir auch tut, wenn ich das sage. Und wenn du solche also ich frage mich wirklich, ob der Entwickler, ob man das so da sitzt und sein Spiel selbst mal gespielt hat. Und ob man sagt, wow, und ob man dann applaudiert, ne, für sich selbst sagt, wow, das war eine tolle Idee, dass ich da jetzt wieder so stumpfsinnige Phrasen und das Ganze ausschmücke und noch weit in die Länge ziehe, ob denen das selbst Spaß macht. Nein, ich glaube, sitzt er da und hat sich jetzt wirklich gefreut über seine geistreichen Dialoge, die er da mit den Charakteren da verbreitet. Also, keine Ahnung. Es ist ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Schau, ich habe es als Vergleich. Wir haben Twisted Tale auf dem Kanal gespielt. Könnt ihr euch einmal anschauen, wenn es euch interessiert. Ist auch ein Point-and-Click-Adventure, auch deutsch, alles drum und dran. Ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Also, war jetzt auch nicht so überberauschend und prickelnd, aber da waren lockere, gemütliche Dialoge, coole Synchronsprecher auch dabei, muss man auch sagen. Und eben, wenn er sagt, von Gothic Xardas, ne, spricht da jemanden, also ich glaube Bodo Henkel heißt er, ne? Ja, richtig cool halt, ne? Und waren, naja, ich sag mal, zielführende Dialoge und kurz und knackig und interessant. Und hier, das ist alles so in die Länge gezogen und er schwafelt und jetzt wird uns vom Müll immer wahrscheinlich auch noch an. Oh na, okay. Alles, was meine drin. Tage als Graffiti-Künstler sind zwar eigentlich lange aber jetzt vorbei, geht's wieder aus, ne? Aber ich mag noch immer das Aroma von Farbverdünner am Morgen. Hätte es nicht einfach gereicht, wenn er mal sagt, er hat jetzt dann da eine Spraydose rausgeholt? Das zeigt das Spiel natürlich nicht, nein, er muss dann... Ne? Und wenn du in deinem Leben solche... Also ich weiß, ich frage mich immer, warum... Man sollte das schon ein bisschen so, ich meine, ich weiß, es ist ein Computerspiel, aber vielleicht so, so ein bisschen real-life-mäßig halten. Ich meine, jetzt mal im Ernst, führt irgendwer von euch da draußen solche Gespräche, die er hier führt? Mit irgendwen? Also ich kann nicht sagen, also und vor allem mit Fremden, ne? So tief dann in die Materie einsteigen, wie es der immer tut, also das ist schon ein bisschen... Erinnert, und tatsächlich, wie gesagt, ne, erinnert mich an die Schule zurück und tatsächlich, er schaut auch aus wie mein Lehrer. Also, ich muss es ehrlich sagen, er hat tatsächlich das Design super drauf und der Haarschnitt ist gleich, die Brille, also der ist halt so stinkfad, ich kann nichts machen. Eine klassische Telefonzelle. Ich könnte nur dafür schon ins Maul hauen. Er tut nichts und genau das, also. So sieben schlau, er macht dann direkt aggressiv, oder? Na! Zum Nachbarsgebäude, so. Gut. Geschlossene Fenster. Schauen wir mal. Schachtel mit Donuts, ne, freilich. Eine halbvolle Box mit leckeren Donuts. Mann, das geht ja jetzt. Das ist ja okay. Durch das Fenster kann ich die Straße vor dem Polizeirevier sehen. Ich sehe schon, da ist irgendwo ein Arm oder so. Most Wanted Plakat. Das ist eine aufklappbare Broschüre mit Porträts der meistgesuchten Verbrecher dieser Region. Most Wanted. Sehr gruselig. Pinwand mit Steckbriefen. Okay, Das waren die Most Wanted, da kann man was nehmen. Puh, oh. Dem möchte ich im Dunkeln nicht begegnen. Molly, Most Wanted. Ich meine, es ist ja lieb, ne? Er schaut schon ein bisschen grumpy, gell?
Also da könnte ich meine Molly dazu setzen, die ist auch von der Farbe gleich, also das ist auch ein, ja. Seine Augen strahlen das absolut Böse aus. Philip the Gentleman Bozak. A mysterious hijacking of Root B-Truck. Die typische Verbrechervisage. Excellent. <Excellent. lacht> Bei Mausmessmörder. Bei ihrem Gesicht war doch klar, dass sie mal hinter Gittern landet. Juliet Clark for being too cartoony. Hoffentlich schnappt man ihn bald. Adam Eggleschall, confused Star Wars for Star Trek. Okay, er ist da verwirrt. Ich weiß jetzt nicht, sind das ja die Einbauten der Kickstarter, die halt da, ich weiß nicht, wahrscheinlich den gewissen Betrag gespendet haben. Ist der mir gestern nicht im Bus begegnet? Wie gut, dass ich noch lebe! Axel Friedrich vor Highway Robbery oder sind das die Entwickler? Ich weiß es wirklich nicht. Bei seinem Gesicht stand bei der Berufswahl Kleinganove vermutlich ganz oben auf der Liste. Was er wohl im Detail ausgefressen hat. Warren Shumway. Das ist cool, ja. Eine Verbrechervisage wie aus dem Lehrbuch. Ihre Mutter ist bestimmt stolz auf sie. Okay, haben wir tatsächlich alle durch. Das hier ist anscheinend eine Dienstanweisung. An alle Mitarbeiter dieses Reviers. 0000 oder 1234 sind keine sicheren Passwörter. Alle Türcode-Zugänge wurden auf die Geburtsdaten unserer Beamten zurückgesetzt. Jeder Beamte hat gefälligst die Pflicht, sich seinen Geburtstag auswendig einzuprägen. Und apropos Geburtstag, die Feierlichkeiten für Constable Smiths Geburtstag diesen Monat beginnen dieses Jahr erst nach Dienstschluss und keine Minute früher. Und alle Beamten haben ihre Dienstwaffen dieses Jahr vor Beginn der Feierlichkeiten in der Waffenkammer abzugeben. Okay. Zum Innenbereich. Casino Royale von Ian Fleming. Eieiei, steht das tatsächlich so drauf? Ne? Constable Smith. Guten Tag, ich möchte eine vermisste Katze melden. Guten Tag. Wie bitte? Eine vermisste Katze? Dies ist ein Polizeirevier, kein Tierheim. Ja, aber es handelt sich um einen echten Notfall. Lord Fumbleclaw wird bereits seit einigen Tagen vermisst und seine Familie macht sich große Sorgen. Oha, ein waschechter Lord? Was soll dann der Blödsinn mit der Katze? Für adelige Vermisstenfälle ist Inspektor Craddock zuständig. Er ist aber, genau wie ich, derzeit schwer beschäftigt und hat nur wenig Zeit für neue Fälle. Ist der Inspektor denn jetzt zu sprechen? Klingt, als wäre er der richtige Ansprechpartner für Lord Fumbleclaws Fall. Ich hätte da ein paar Hinweise vom Friseur der Katze, die ich gern mit dem Inspektor besprechen würde. Friseur? Und schon wieder eine Katze? Mein guter Junge, du stehst nicht zufällig unter dem Einfluss irgendwelcher Substanzen? Ich habe hier sicher noch irgendwo ein Jugendaufklärungsblatt von »Warum Drogen böse sind« herumliegen. Nein, ich nehme keine Drogen. Lord Fumbleclaw ist der Name der Katze. Jetzt sind wir also wieder bei einer Katze? Ich sagte doch schon, dass der Inspektor derzeit kaum Zeit für neue Fälle hat. Und so leid es mir mit deinem blaublütigen Tier auch tut, aber vermisste Katzen haben keine wirklich hohe Priorität. Könnte ich nicht wenigstens kurz mit dem Inspektor reden? Tut mir leid. Im Moment ist das ausgeschlossen. Wäre vielleicht der Verantwortliche für die Überwachungskamera der Stadt zu sprechen? Das wäre dann wohl vermutlich Sergeant Paul.
Aber auch Sergeant Paul ist im Moment schwer beschäftigt und hat keine Zeit für solche Bagatellen wie eine verschwundene Katze. Bagatellen? Ich vermute, Sie sind kein großer Tierfreund. Nee, ich bin allergisch auf alles, was Haare hat. Also, wie schon gesagt. Inspektor Craddock untersucht derzeit einen wichtigen Fall von Vandalismus beim Anwesen der Familie Longbottom. Und es ist ganz einfach so, dass das echte Verbrechen bei uns Vorrang hat. Vor irgendwelchen verschwundenen Haustieren. Ich verstehe. Vandalismus beim Anwesen der Longbottoms? Ist darüber schon irgendwas bekannt? Fragst du mich das im Ernst? Ich kann unmöglich Kenntnisse zum Stand der Ermittlungen an Unbeteiligte weitergeben. Ich bin nicht unbeteiligt. Wie bitte? Ich meinte, ich bin nicht uninteressiert an diesem Fall. Ich bin nun auch so etwas wie ein Hobbydetektiv. Ich wette, das bist du. Dennoch, überlass die Polizeiarbeit doch besser der echten Polizei. Und solltest du wirklich etwas zum Fall beizutragen haben, kannst du gern einen Termin mit dem Inspektor für nächste Woche vereinbaren. Es wäre aber wirklich, wirklich wichtig, dass ich jetzt mit dem Inspektor rede. Keine Chance. Ich sagte es ja schon. Wir sind hier alle sehr, sehr beschäftigt. Und jetzt verschwende bitte nicht weiter meine Zeit. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Na gut. Ich komme wieder. Ich wette, das tust du. Ja? Kann ich dir noch irgendwie anderweitig helfen? Hat Inspektor Craddock jetzt Zeit für mich? Nein. Ich sagte dir doch schon, dass Inspektor Craddock derzeit... Verstehe. Gab es dahingehend schon neue Erkenntnisse? Warum frag... Ich bin... Wurde nicht auch der Hund von Baron Longbottom entführt? Kommt doch wieder andere Text. Sie wissen doch, ich bin Experte für verschwundene Tiere. Woher weißt du das? Na, weil Sie es bei unserem ersten Gespräch gesagt haben. Ah, stimmt. Verdammt. Kannst du diese Informationen bitte für dich behalten? Das ist genau die Art von Info, die ich dir unmöglich weitergeben kann. Wenn Sie mich jetzt zum Inspektor durchlassen, nehme ich diese Information mit ins Grab. Versprochen. Netter Versuch. Keine Chance. Komm doch nächste Woche noch einmal vorbei. Dann hat der Inspektor eventuell Zeit für deinen verschwundenen Hamster. Verschwundener Kater, nicht Hamster. Wie auch immer. Komm nächste Woche wieder. Und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Die Leute hinter dir in der Schlange haben sicher auch noch wichtige Anliegen an mich. Ich möchte mich für die Polizeiakademie bewerben. Du? Wirklich? Wie kommst du darauf, dass du die für einen Polizeibeamten nötigen Qualifikationen mitbringst? Die da wäre? Nun, da wäre zum einen der größte Respekt gegenüber dem Gesetz. Ich war immer ein gesetzestreuer Bürger. Und ich habe mich selbst in meinen wilden Jahren nie erwischen lassen. Weiterhin musst du auf dem Laufenden sein, was die aktuelle Gesetzgebung angeht. Ich habe alle Police Academy-Filme gesehen. Sogar die fürchterliche Police Academy-Serie aus den 90ern, welche die Reihe zu Grabe getragen hat. Beim Schusswaffentraining wirst du Bestleistungen erzielen müssen. Ich war Call of Duty Landesmeister der Altersgruppe 7 bis 12 Jahre. Und einer der wenigen, welche das Original Doom in der Schwierigkeitsstufe Nightmare ohne Cheat bezwungen hat. Dann spielt natürlich körperliche Fitness eine große Rolle. Haben Sie je das Spiel Summer Games auf dem Commodore 64 meines Opas gespielt? Ich fürchte, ich kenne deinen Opa gar nicht. Aber Sie kennen Staffellauf, Stabhochsprung,
100-Meter-Sprint? Nun, ich habe all diese Disziplinen gemeistert, ohne den originalen Competition Pro Joystick meines Opas dabei zu zerstören. Weiterhin darf sich ein in der Psychologie geschulter Polizeibeamter nie aus der Ruhe bringen lassen. Egal in welcher Situation. Kennen Sie meinen verrückten Nachbarn George? Ich fürchte, ich kenne auch George nicht. Nein? Nicht? George, der sich ständig auf das Ende der Welt vorbereitet? George, der mir 5-mal am Tag einen Platz in seinem Weltuntergangsbunker andrehen möchte? George, der regelmäßige Weltuntergangsnotfallübungen in seinem 20-Quadratmeter-Apartment neben dem meinigen veranstaltet? George, der denkt, dass laute Heavy-Metal-Musik um 5 Uhr morgens dazu führt, dass Außerirdische aus dem Andromeda-Nebel ihn erhören und von unserer verfluchten Erde erretten werden? Nun, ich bin mittlerweile seit 3 Jahren Georges direkter Nachbar. Und mein Nervenkostüm ist stärker denn je. Und ich bin die Ruhe in Person! Verdammter Irrer George! So weit, so gut. Und zu guter Letzt die wichtigste Eigenschaft eines Polizeibeamten überhaupt. Der Punkt, der maßgeblich darüber entscheidet, ob du das Zeug zu einem Gesetzeshüter hast. Die Fähigkeit, Katzen von hohen Bäumen zu retten? Nein, das ist der Job unserer Kollegen von der Feuerwehr. Ich rede davon, niemals, und ich meine wirklich niemals, hungrig in einen Einsatz zu gehen. Und halte zu jeder Zeit, wirklich zu jeder Zeit, deinen Blutzuckerspiegel auf dem erforderlichen Einsatzlevel. Oh gut, ich werde es mir merken. Der erforderliche Blutzuckerspiegel entscheidet im Zweifelsfall über Leben und Tod. Und in deinem Fall entscheidet mein Blutzuckerspiegel darüber, ob du von mir eine Empfehlung für die Polizeiakademie erhältst oder nicht. Verstehe. Gut. Und nun geh und sorge dafür, dass die Donutschachtel davon am Eingang wieder aufgefüllt wird. Sieh es als Abschlusstest, der über deine Eignung zum Polizeibeamten entscheiden wird. Ich kümmere mich sofort darum. Guter Junge. Und denke immer daran. Keine Macht den Drogen. Ist euch schon mal aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so gut da hinten der Kalender. Da steht, glaube ich, Zack von Final Fantasy VII mit dem Bastard-Sword. Ich meine, eigentlich könnte es auch Cloud sein, aber durch die Haare finde ich, sind jetzt schwarz. Deshalb tippe ich jetzt eher auf Zack. Obwohl jetzt, wo ich so ein paar Mal blinzelt habe, könnte es auch blond sein, dann könnte es Cloud sein. Also es ist halt. Man, normalerweise wäre es Cloud. Mir kommt vor, die Haare sind schwarz, aber jetzt kommt mir vor, sehe ich hier doch so ein. Einen blonden Fleck, dann dürfte es Cloud sein. Ich meine, es ist nicht abwegig, es kann beide, ne? Weil Zack ist ja der Überbringer des Buster Swords an Cloud und der eigentliche Besitzer ist ja Angel, ne? Also, nur mal so nebenbei, das finde ich so ein nettes kleines Detail, das erkenne ich zumindest, ne? Man, hier das Buch erkenne ich auch, aber wie gesagt, das ist mir jetzt ins Auge gestochen. Wollte ich nur sagen. Ich möchte ein Verbrechen melden. Ich möchte ein Verbrechen melden. Ja. Was genau möchtest du melden? In meinem Apartment ist mal wieder die Toilette verstopft. Können Sie bitte jemanden schicken? Und was bitte geht das die Polizei an? Nun, ich habe meinem Hausmeister schon 5-mal auf die Mailbox gesprochen. Und ich fürchte, er ignoriert mich. Können Sie ihn bitte verhaften? Tut mir leid. Solange deine Toilette nicht mit Kondomen voller Kokain verstopft wurde, ist das ein Problem, das du wohl alleine lösen musst. Oh, war mal kurzer Dialog, unglaublich. Ich möchte ein Verbrechen melden, viel zu tun. Sie sehen sehr beschäftigt aus. Am Ausspruch, das Verbrechen schläft nie, ist also etwas Wahres dran? So ist es. Ich bin hier so etwas wie die letzte Bastion zwischen dem Verbrechen und dem Gesetz. Und ich muss mich mit allen möglichen verrückten Typen herumschlagen.
Und das meine ich durchaus sprichwörtlich. Im Moment hat das Verbrechen aber anscheinend Pause. Ich bin ja hier ganz allein im Moment. Oh, der Eindruck täuscht. Und zwar ganz gewaltig. Nur weil du, wer auch immer du bist, das Verbrechen im Moment nicht sehen kannst, bedeutet das nicht, dass hinter dir nicht der nächste Halsabschneider auf seinen Einsatz wartet. Ich bin hier aber doch ganz allein, weit und breit niemand zu sehen. Sicher? Absolut sicher? Ja, schon. Das solltest du aber nicht. In den heutigen modernen Zeiten würdest du einen Gangster nicht einmal erkennen, wenn er in deiner Hosentasche auf dich lauert. Wie bitte? Ich habe einen Gangster in meiner Hosentasche? Und ob du den hast, weißt du auch wieso? Ich habe echt keine Ahnung, worauf sie hinaus wollen. Weil der Verbrecher unsichtbar ist. Ja, so klein ist er jetzt auch nicht. Ich habe einen unsichtbaren Halsabschneider in meiner Hosentasche? Ja! Weißt du auch wieso? Das haben sie mich eben schon gefragt. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe dir ein Stichwort, okay? Oh. Ja, bitte. Virtuell. Virtuell? Ich habe also einen unsichtbaren virtuellen Halsabschneider in meiner Hosentasche? Mein Handy, bitte. Ja. Du hast ganz mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dem nicht der Fall ist. Mensch, Junge. Ja? Du hast doch bestimmt ein Handy in deiner Hosentasche. Ein Handy mit jeder Menge raubkopierter Software aus unsicheren Installationsquellen. Und bei der Hälfte der Applikationen hast du doch bestimmt deine Kreditkartendaten hinterlegt. Nein, eigentlich nicht. Ich habe mein Handy im Bus liegen lassen. Oh nein, das ist ja noch viel schlimmer. Dann trifft doch direkt die virtuelle Kriminalität auf die Kriminalität aus Fleisch und Blut. Kriminalität hoch 2. Jetzt mache ich mir doch so langsam ein paar Sorgen. Und das solltest du auch. Aber dafür bin ich ja hier. Du solltest umgehend Anzeige erstatten. Aber nicht im Moment. Im Moment habe ich einfach viel zu tun. Komm morgen Nachmittag wieder. Dann regeln wir das mit deinem Handy. Im Moment sind leider all unsere Einsatzkräfte gebunden bei der Suche nach einem Serienrandalierer. Spezialisiert auf die oberen 10.000. Okay, klingt ja wichtig. Ist es auch. Das Verbrechen schläft nie. Und deswegen habe ich auch so viel zu tun im Moment. Sie rechnen also damit, besagten Randalierer hier dingfest zu machen? Hier im Foyer des Polizeireviers? Zugegeben, das klingt recht unwahrscheinlich. Aber der Preis der Freiheit ist nun einmal die ewige Wachsamkeit. Mit anderen Worten, ich bin wachsam und der Verbrecher verliert seine Freiheit. Gut, dann wünsche ich ihm viel Erfolg und gute Jagd. Ich werde auch meine Augen nach diesem Schandfleck der Gesellschaft offen halten. Danke, das weiß ich zu schätzen. Mit etwas Glück hatte dieser Verbrecher ja sogar schon einmal mein Handy in seinen Händen. Unwahrscheinlich, aber ich habe schon Verrückteres erlebt. Danke, bis später. Natürlich. Einem gesetzestreuen Bürger helfe ich doch immer wieder gern. Und denke immer daran. Sag nein zu Drogen. Danke. Tischkalender, schau. Oder was soll ich was dazu zu sagen? Ich glaube, Constable Smith hat bald Geburtstag. Er hat in das 12. Kästchen einen kleinen Donut mit Kerze gezeichnet.
aber keine Ahnung, welchen Monat das Kalenderblatt zeigt. Ich kann leider kein Japanisch. Was ist da? Ein Tischkalender mit Motiven aus Final Fantasy. Wer hätte gedacht, dass Constable Smith ein Fan von Computerspielen ist? Der Kalender ist ein original japanischer Final Fantasy Merchandising-Artikel aus dem Jahre 1997. Wer benutzt denn heutzutage noch Tischkalender? Und dann noch einen aus dem Jahr 1997? Ich glaube, Constable Smith, er hat in das 12. Kästchen einen kleinen Donut mit Kerze gezeichnet. Der Kästchen, okay. Aber keine Ahnung, welchen Monat das Kalenderblatt zeigt. Ich kann leider kein Japanisch. Hey, was denkst du, was du da machst? Du hast da nichts zu suchen. Verschwinde! Hoppla, das ist ja gar nicht die Tür zur Toilette. Das Code-Eingabefeld für die Türsteuerung. Hey, was denkst du, was versch... Hoppla! Okay, na, ich hab gedacht, vielleicht, weil ich hätte es gesagt, wir versuchen es einfach mit 12. Kästchen. 1997, 12. Final Fantasy 7, ne? Wir hätten 12, 7, 97, irgendwie so hätten wir ja Zahlenkombi, ne? Weil, wenn er 97er Baujahr ist, dann gratuliere. Ich bin versucht, einen davon zu kosten. Die sehen lecker aus. Aber Donut-Diebstahl ist in einem Polizeirevier mit so ziemlich das schlimmste Verbrechen, welches man begehen könnte. Wie sollen die ja auffüllen? So Einschusslöcher. Haben sie Zielschussübungen gemacht? Ja, Final Fantasy 7 Kalender. Ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sollten wir eigentlich dahin zurückschauen. Vielleicht haben wir Glück und sehen die Polizei. Weil das sehen wir es angeschaut. Da ist der Gärtner, geht doch von der linken ist er komplett. Hey, bist du deppert? Und hat die Form eines Dollarsymbols in den Rasen gefräst. Der geht doch von da drüben, da rüber. Na. Ja, bitte. Kann ich dem Herrn behilflich sein? Oh, ja, ich weiß nicht. Das ist gut. Sieh schon, wie diese Nerven. Ja. Ja, oder da müssen wir den Butler das alles fragen. Das haben danke, wir gut. Oh. Soll nicht die Polizei da irgendwo sein? Ja, mein Freund. Das. Ja, habe ich das falsch verstanden? Wie gesagt, bei mir hat halt das Hirn eigentlich schon völlig ausgesetzt. Ja. Ich habe halt da wirklich überhaupt keine Lust, ehrlich gesagt, zum Nachdenken. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Weiß, ob man das verstehen kann. Aber wir haben ein Farbspray mit Frauen und Farbspray. Mal war das nicht so gedacht, dass man den. Aber ich mag ehrlich gesagt wirklich nicht drüber groß nachdenken. Das ist ja das Schlimme. Aus dem schwarzen Monster wurde nun also ein braunes Monster. Igitt, ich hasse Spinnen. Die Idee gefällt mir. Aber ich mache mich besser nicht an Susis Hamster zu schaffen, ja, solange nur, sie noch sie im Zimmer ist. Das Kind ist, glaube ich, zu allem fähig.
Jetzt müssen wir hier warten. Sie geht normalerweise. Es war ja immer so, dass sie irgendwann aufgestanden ist und gegangen ist. Ah. Noch etwas mehr Botulinumtoxin. Ja, weil wir fallen ja nicht auf, dass wir in ihrem Zimmer stehen. Ne? Geh nur, Kindchen, geh nur. In Ordnung. Dann wollen wir mal dafür sorgen, dass Susis Träume nach einem Filmmonster in Erfüllung gehen. Und gleichzeitig, und da bin ich mir ziemlich sicher, Mr. Snuggles Leben retten. Komm zu Papa. Und hinein mit dir, du garstige Spinne. Tada! Was für ein toller Spezialeffekt auf 8 Beinen. Hey, was machst du da? Hey, Finger weg von meinem Experiment. Den Hamster brauche ich noch. Welchen Hamster? Oh, was zum Geier? Wo ist mein Hamster? Hamster? Du meinst den, der sich eben vor meinen Augen in dieses garstige Monster verwandelt hat? Wie bitte? Bitte nimm mich nicht auf den Arm. Bist du dir sicher? Aber wenn ich es dir sage, ich würde kein Kind anlügen. In der einen Sekunde war er noch da und in der nächsten sah er aus wie was auch immer das da ist. Wirklich? Wirklich? Wow! Das bedeutet, meine letzte Formel für Mr. Snuggles Futterzusatz hat tatsächlich funktioniert. Also ich kann es noch immer nicht fassen. Ich die Dummheit mit Löffeln fressen, das ist wahr. Kurz vor einer Ohnmacht. Yippie! Yippie! Bester der... Yippie! Ja! Das ist so richtig warm. Ich vermute, es sind Glückwünsche angebracht. Yippie! Klingt, als wärst du deinem geplanten Monsterfilm einen großen Schritt näher? Du hast ja keine Ahnung, was dieser Erfolg für mein Projekt bedeutet. Mr. Snuggles Verwandlung in diese Monster-Tarante war das Puzzleteil, das noch gefehlt hat. Es stört dich also nicht, dass das Monster so klein und bewegungsfaul ist? Ja, ich gebe zu, dass das Endergebnis nicht ganz optimal ist. Aber die Größe kann sehr einfach mit einer passenden Kameraeinstellung kompensiert werden. Und was die Bewegung angeht, na, da werde ich wohl oder übel auf dezente CGI-Effekte zurückgreifen müssen. Aber wirklich nur minimal. Die Effekte in meinem Film sollen immer noch praktischer Natur bleiben. Und CGI nur da, wo es wirklich nicht anders geht. Klingt, als könnte dein Meisterwerk bald im Kino laufen. Hoffentlich bald, ja. Wegen dem erweiterten CGI-Effektbudget habe ich erst einmal unangenehmes Gespräch mit dem Produzenten. Ja, freilich. Ich werde ein Gespräch mit dem Produzenten. Produzent? Ja, frag noch einmal nach, du Arsch, Alter, oh, bitte! Verstehe. Ja, ach, er ist irgendwie noch immer der Meinung, ich solle meinen Film doch einfach mit Knetpuppen realisieren. Ja, wär mal lieber. Mit Knetpuppen? Wie alt bin ich? 4? Wahrscheinlich 7. Ah, leider komme ich aber wirklich nicht umhin, geplante CGI-Szenen wirklich erst in Knetmasse zu modellieren und zu visualisieren. Na, in der Regel ist Vater dann aber schnell überzeugt, wenn er meine Vision vor Augen hat. Es handelt sich also nur um eine lästige Formsache. Prima. Klingt, als hättest du ja alles im Griff. Wieder alles im Griff. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich eben eines der Beine deiner Hamsterspinne bewegt hat. Wirklich? Ich sag dir ja schon, ich würde kein Kind belügen.
Sie ist ja kein Kind, sie ist ja Freak. Jetzt muss ich aber wirklich wieder an Frankensteins die Braut, die mir eine runterhaut. Meine Gott, Vorräte bitte an Knetmasse nahezu aufgebraucht. Und ich muss dringend neue produzieren. Ja, aber Brett mit Hundepisse. Kannst du nicht einfach Rumstone losschicken, um welche zu kaufen? Filmknetmasse bekommt man doch nicht einfach im Laden. Die hat ganz besondere Anforderungen und darf ja nicht einfach dahin schmelzen, wenn die Kameras laufen, hä? Nein, die mache ich lieber selbst. Oh, ich bin ziemlich fit in Chemie, musst du wissen. Wäre mir nicht aufgefallen, ne? Und ich strebe nun einmal Perfektion an. In allen Bereichen meines Films. Dann viel Spaß. Danke. Auch, wenn ich noch immer nicht so recht verstehe, was du hier in meinem Zimmer eigentlich willst. Ich glaube, als Pizzajunge taugst du nicht viel. Ich bin ja Kinderficker. Ich weiß nicht, ehrlich jetzt. Komm. Schau mal, wenn es so schier dann schon spricht. Das ist ja anstrengend. Die redet und redet. Ich weiß nicht, wo soll ich mit den Hamster anfangen? Wo soll ich mit denen da? Komm, da Mr. Snuggles würde liebend gern ein paar Runden in diesem tollen Hamsterrad drehen. Aber ich sollte das Rad vorher besser irgendwo stabil platzieren. Ja. Ich hab keine Ahnung. Da auf dem Brett. Wäre es nicht toll, wenn das jetzt geklappt hätte? Hat es aber leider nicht. Ja, toll wäre es gewesen. Ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß nie. Rumstone schon meine Hausaufgaben fertig? Na, komm. Na, Brett, geh mal. Komm, schnell aus. Weil die kommt, na. Wir sollten ihn ja auch noch interviewen. Komplett. Kann ich dem Herrn behilflich sein? Das ist gut. Ich will ihm nicht. Ich will es mir nicht antun. Ich weiß nicht, wo könnte man jetzt ein Tierheim eventuell? Haben wir da irgendwas gehabt? Ein Käfig oder so? Hundezimmer? Ratten- und Mäusezimmer? Können wir da rein? Ich bin überzeugt, dass die Katzen im Nebenraum insgeheim einen... Ich bin ja ehrlich gesagt überfordert. Ich kann gar nicht nachdenken. Ich mag nicht einmal, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das Let's Play weiterführen werde. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon die letzte Folge ist. Ich kann es nicht sagen, aber ich denke eh einmal auf Ja, meine liebe Freunde. Das Problem jetzt ist einfach das, dass ich halt keine Lust habe, irgendwie groß nachzudenken und nachzuforschen, was ich jetzt machen muss, wie es weitergeht. Ich mag gar nicht. Kann man das verstehen? Ich habe überhaupt keine Lust. Ich habe wirklich null Lust, irgendwie da weiterzumachen. Schau, wir haben hier den Käfig, da können wir wahrscheinlich reinsetzen. Aber ich habe so überhaupt keinen Bock. Hamsterrad mit. Also, das wäre so ein Käfig gewesen, hätte ich mir gedacht, ne? Ist nichts. Ah, ich überhaupt keine Lust. Mein Kopf, mein Hirn hat schon längst mich verlassen, also abgeschalten. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist halt einfach... Jetzt hätten wir mal die Chance, dann wahrscheinlich müssen wir irgendwas irgendwie mal zu knobeln. Und mir hat schon komplett die Lust verlassen. Ich weiß auch nicht, warum der Hamster so einen komischen Kopf hat und was das? Ist das sein Maul davon? Also es ist wirklich schlimm. Aber jetzt plötzlich stehst du ratlos da, ne? Ja, na, wie gesagt, ich glaube, ich werde es sein lassen. Ich habe keine Lust. Es ist so anstrengend, wie man die Dialoge... Jetzt weiß ich, was wir den Butler schon wieder anreden. Dann weiß ich schon wieder, wenn jetzt die Folge beendet, dann haben wir in der nächsten Folge nur mit dem Butler wieder gesprochen. Weil die Dialoge halt stundenlang dahin gehen und, und. Also es ist ja wirklich nicht normal. Ich habe jetzt auch wirklich nur Idee, was ich mit dem Hamster oder mit dem Käfig oder ich weiß nicht, was ich da... Stell in die Telefonzelle rein. Ich weiß es ja wirklich nicht. Das möchte ich dem kleinen Kerl nicht antun. Aber das was. Wie gesagt.
Es ist mir einfach zu anstrengend, mir das die ganze Zeit zum Geben. Ich brauche vielleicht einmal Pause, vielleicht in ein paar Tagen wieder, ich weiß es nicht. Freunde, seid mir wirklich nicht böse. Ich habe vor, auch andere Let's Plays zu machen. Es kommt jetzt ein South Park raus, das neue Action-Rollenspiel von denen, das würde ich gerne mal probieren. Terra Memoria ist auch so ein Rollenspiel, also so in Pixel-Art-Style und so, was mich interessieren würde. Da investiere ich lieber mal Zeit da rein, als wie hier in diesen schwachsinnigen Gesprächen, wo ich auch schon längst abgeschalten habe. Ich sag, kannst du mir wieder sagen, mein Hirn ist schon komplett aus, ne? Die reden, belangloses Zeug und dann eben, man verabschiedet sich schon und dann kommen noch 5 Sätze. Also, ich verstehe nicht, was man sich dabei denkt. Also, ich finde es halt stinkend langweilig, es tut mir leid. Ich meine, schade, ich muss ehrlich sagen, schade drum. Wenn ich es jetzt auf Steam gekauft hätte, hätte ich es mir wahrscheinlich schon noch die erste Stunde refunden lassen und so. Ja, kann man nichts machen. Ist eben so, Freunde. Na, das Gewinnspiel läuft eh. Das müsste vielleicht bis dorthin jetzt schon aufgelöst, wo die Folge rauskommt. Oder zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt, dann werde ich es dann auflösen und den glücklichen Gewinner bekannt geben. Bisher hat ja nur einer kommentiert, also ja, wenn es so bleibt, dann hat es halt nur einer gewonnen. Dann brauche ich gar nichts herumtun. Ich gratuliere schon einmal im Voraus. Ich denke, das wird so bleiben. Und ja, viel Spaß dann mit dem Spiel. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Oder vielleicht eher bei einem anderen Let's Play. Ne? Vielleicht schaut es dort wieder. Vielleicht schaut es dort vorbei. Würde mich ja freuen. Also, tschüss.